Mimi. Und Gas. Auf diesem Kanal und im Hintergrund sieht man, dass ich scheinbar nicht schalten kann. Aber nicht nur das, sondern es ist auch Forza Horizon 2 draußen, aber das soll jetzt vorerst gar nicht mein Thema sein, denn ich möchte was anderes ansprechen, nämlich, dass schon wieder so lange von mir, geschweige denn von irgendwem, nichts kam. Für die anderen weiß ich nicht, was die machen, keine Ahnung, im Zweifelsfall nichts scheinbar. Aber für mich kann ich sprechen. Wir gehen davon aus, dass das hier gerade eben nicht passiert ist, ja? Ich habe gebremst, habe ich gehört. Oh, seit wann stehen hier Motorräder rum? Ist ja mal cool. Ist mein Auto höchstwahrscheinlich komplett kaputt, oder? Verdammte Scheiße. Oh ja. Also ich kenne einen bösen Trick. Hier kann man nämlich ganz einfach, ganz simpel in den Fotomodus gehen. Schwing! Und dann kann man hier drücken, LB, um den kosmetischen Schaden zurückzusetzen. Verdammt, das war der falsche Knopf. Jo. Und schon ist nichts passiert. Genau. Egal. Womit hängt es zusammen, dass so lange von mir nichts kam, nachdem ich es ja immer mal wieder bespreche, dass ich... Tja, da habe ich wohl gedacht, ich hätte mehr Beschleunigung. Scheiße. Okay. So funktioniert das schon mal nicht. Egal, ich komme mal lieber zum Thema. Und zwar liegt es an der simplen Tatsache, dass... Ja, ich habe schlussendlich getan. Ich habe mir einen neuen PC gekauft. Beziehungsweise die Einzelteile und ihn auch zusammengebaut, zusammen mit einem Kumpel. Vielen Dank an den Herrn Full Mental Retard dafür, auch genannt Adrian. Ja, an sich nicht schlecht, schätze ich. Endlich habe ich meine ewigen Ankündigungen wahrgemacht, mir tatsächlich einen Rechner gekauft, aber tja. Wie hätte es denn auch anders sein können? Irgendwas hat wieder nicht funktioniert und diesmal war es die CPU, dachte ich zumindest als erstes. Denn, nachdem er zusammengebaut war und ich ihn dann anschalten wollte, hat am Mainboard die CPU-Leuchte geleuchtet. Und diese CPU-Leuchte sagt nicht etwa, dass der CPU funktioniert, sondern ganz im Gegenteil, dass er nicht funktioniert, dass ein Problem mit dem CPU besteht. Was an sich natürlich nicht so das Problem gewesen wäre, weil ich ihn einfach zurückgesendet habe. Tja, hm. So, dann kam jetzt... nach gefühlt 3 Wochen oder so mein neuer CPU an, ja, und den habe ich dann eingebaut und tada, das CPU-Lämpchen leuchtet immer noch. So, nun gibt es zwei Möglichkeiten, oder zumindest meines Wissens zwei Möglichkeiten, mehr würden mir jetzt nicht einfallen, aber ich bin auch kein mega PC-Pro, somit vielleicht wird mir jetzt hier einer widersprechen und sagen, oh, ist doch ganz klar, das ist kaputt, da. Egal, nach meinen Einschätzungen gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, die zweite CPU ist auch kaputt. Oder, deutlich wahrscheinlicher, Möglichkeit Nummer 2, das Mainboard ist kaputt. Und das ist jetzt scheiße, weil das bedeutet, dass ich erstmal alles wieder ausbauen darf. Die CPU zum dritten Mal dann irgendwann, wenn ich mein neues Mainboard dann wieder habe, mit dieser komischen scheiß Wärmeleitpaste vollstreichen darf, was einfach nur ätzend ist. Klar, ich mag das nicht. Und, ich weiß nicht. Und ja, mein Gott. Aber was soll's. So ist das nun mal. Und ja, jetzt darf ich das dann alles nochmal ausbauen. Ich habe auch schon mal getestet, indem ich das meiste andere Zeug ausgebaut habe, was ich drin hatte. Also Arbeitsspeicher. Ich habe ausgesteckt die ganzen restlichen Sachen von meinem Gehäuse, wie die CPU-Ports und so Zeug. Um dann eben zu testen, ob es ohne das ganze Zeug funktioniert, weil oftmals ist es ja so, dass es auch irgendein anderes Teil ist, aber eigentlich leuchtet das doch relativ ein, dass wenn die CPU-Leuchte leuchtet, dass es mit dem CPU zu tun hat. Oder mit dem Mainboard vielmehr, ne? Weil ist ja auch nur ein... Die Verbindung wird ja auch via Sockel auf dem Mainboard hergestellt und der kann ja auch kaputt sein, schätze ich, keine Ahnung, was weiß ich. Auf jeden Fall ist der Scheiß kaputt und das ist gay, weil jetzt muss ich das wieder einschicken und wieder Ewigkeiten warten, bis
Alternate mir das ganze Zeug wieder zurückschickt und dann hoffen, dass es endlich mal funktioniert. Und ja, für alle, die sagen, auf statische Entladung habe ich beim Zusammenbauen geachtet. Also daher sollte der Fehler eigentlich nicht ruhen. Aber wer weiß. Ja. Im Hintergrund sieht man schon, ich spiele Forza Horizon 2 auf der Xbox One. Ja, Tatsache. Es ist jetzt schlussendlich draußen. Mich hat schon sehr gefreut, weil ich Forza Horizon 1, wie ich glaube ich schon öfters gesagt habe, sehr gesuchtet habe, warum auch immer jetzt der Schreibenbeschall angeht, weil es 0,0 regnet, aber hey. Ist, oder regnet es? Ich bin mir nicht sicher. Es sieht nicht so aus. Keine Ahnung. An sich ist das Spiel auf jeden Fall, ich glaube, es ist ein Bug. Ich tippe auf Bug, ja, höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall, meine Scheibe färbt sich auch, aber die Straße sieht, oh mein Gott, ah, fuck. Weil die Straße sieht auch noch sehr trocken aus. Und, deswegen tippe ich auf Bug. Oder nein, es regnet tatsächlich. Dieser miese, geht's noch? Der kann doch nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall scheint es gerade zu regnen. Angefangen zu haben, wie man sieht, es gibt jetzt Wettereffekte in Forza Horizon und ich muss sagen, ich war ja von der Demo noch nicht so ganz überzeugt, weil, ich weiß nicht, die hatte mir irgendwie nicht so getaugt und, deswegen war ich mir noch nicht so sicher, auch vom Fahrgefühl fand ich die jetzt nicht, also sie war schon nicht schlecht, aber sie war jetzt auch nicht so mega die Offenbarung, wie ich es erwartet hatte vom Spiel, aber ich muss sagen, also zumindest mir kommt es so vor, vielleicht täusche ich mich auch total, dass sich auch noch vieles geändert hat, oh shit, vom Fahrgefühl her und alles im Vergleich zur, oh, das ist eine Fahrspaßliste, mache ich aber jetzt gerade nicht, oder? Doch, ich weiß es nicht, doch, machen wir es mal, zeigen wir das auch mal, habe ich auch ein neues Auto, das meinst du nicht mehr so kaputt, also zumindest für kurz, und ich glaube danach ist meins eh wieder repariert, ja, was weiß ich, was wollte ich sagen? Ja, aber es hat sich scheinbar viel getan, auch vom Fahrgefühl her, auch gerade was nasse Straßen anging, die waren nämlich davor in der Beta, fand ich die, Beta sage ich dauernd, in der Demo fand ich die jetzt nicht, dass sie sich irgendwie so großartig anders angefühlt haben, als jetzt nicht nasse Straßen. Und somit ist das ganz cool. Aber egal, jetzt labert er höchstwahrscheinlich gleich, deswegen bin ich jetzt mal ruhig. Okay, wir holen sie in die Sonne. Normalerweise heißt es, ich soll einfach nur schnell sein. Oh mein Gott, das Ding fährt sich anders. Hm, aber schön. Muss ja sagen, ich bin ja eher ein großer Forza Horizon Fan, weil ich finde, dass es zwei Dinge verbindet, nämlich einerseits die gute Fahrphysik von Forza und andererseits so ein bisschen was Arcadiges, weil es ja nicht ganz so trocken ist wie jetzt das normale Forza, wie Forza 5 oder die normale Forza-Reihe halt, sondern halt auch so ein bisschen Arcadic. Und dann eben auch noch diese Open World, die auch sehr wunderschön gestaltet ist, muss ich sagen. Also, ups, ich schalte hier schon wieder falsch. Wunderschön gestaltet ist mit, von der Umgebung her. Ich meine, bei Forza Horizon 1 war das schon toll. Ich meine, Colorado, wie man es auch immer ausspricht. Ich scheitere an dem Wort, an dem Namen, muss ich vielmehr sagen. An den Namen scheitere ich immer sehr gerne. Und ist natürlich ein sehr schöner Ort. Und hier Europa, Frankreich, Italien natürlich auch nicht minder schön. Und mit neuer Xbox One Grafik, die ja auch noch sich hier darbietet, wirkt das natürlich nochmal sehr cool und zum Teil auch echt realistisch. Und seitdem ich Forza Horizon 1 gespielt habe, ich hatte echt die Demo gespielt an der 360, weil davor war ich eigentlich nie so der Rennspiel-Fan jetzt an sich. Und die hat mir ziemlich zugesagt, so dieses freie Umherfahren. Ich bin, oh shit, fuck. Tja, ich bin immer noch ein Noob ohne meine, keine Ahnung, ich weiß nicht, was spiele ich eigentlich, ich habe Einstellungen, oh, auf die Schwierigkeit kann ich gerade nicht zugreifen, so kann ich es euch nicht sagen, aber ich habe so einiges ausgeschalten, in Forza 1 ging das ganz gut und hier geht es normalerweise auch ganz gut, wenn ich konzentriert bin, aber das bin ich ja gerade nicht, weil ich ein Video mache, somit entschuldigt meine Fahrskills, sie sind gerade minderwertig, was weiß ich, minder gut, minder irgendwas war. Auf jeden Fall war ich davor nie so der Rennspiel-Fan, bis ich eben die Demo von Forza Horizon 1 gespielt hatte mit der Open World. Das hat mich schon ziemlich angemacht, gar nicht mal unbedingt so nach links abbiegen. Für Meter links, okay, gar nicht mal so das Gewinnen an sich, sondern einfach nur dieses dumme Rumfahren in der Open World, das fand ich ziemlich cool. Und das ist ja hier mit Horizon 2 eigentlich nur besser geworden, weil man jetzt auch eben so Offroad fahren kann ein bisschen, was im ersten noch gefehlt hat, da war man relativ an die Straßen gebunden und das ist jetzt eben auch nicht mehr so und deswegen
ist das verdammt cool, weil es einfach, ich weiß nicht, und seitdem liebe ich Rennspiele. Okay, nicht jedes, aber zumindest Forza-Rennspiele spiele ich sehr gerne in letzter Zeit. Und, fuck, das schaffe ich nicht, oder? Nee, war ich zu langsam. Muss ich nochmal versuchen. Oder? Eine Sekunde. Ah, nee, scheiße. Sie haben es nicht geschafft. Danke für diesen Hinweis. Wow, seit wann? Der hat aber, okay. Erneut versuchen. Tja. Egal, und jetzt ist eben Forza Horizon 2 draußen, das ich mir natürlich sehnlichst erwartet habe. War, glaube ich, mit eines der meist erwartesten Spiele bei mir dieses Jahr. Das einzige, was am Ende noch konkurrieren konnte und ich glaube jetzt sogar ehrlich gesagt vom Hype gerade überholt hatte, war dann tatsächlich die Halo Master Chief Collection, weil die mich auch sehr angemacht hat. Das hätte vielleicht mal schauen sollen, ob da jemand kommt, gell? Kommt da jemand? Scheiße. Wenn möglich, bitte wenden. Ich bin doch schon gewendet, achso. So. Tja, und jetzt ist es endlich da und ich muss sagen, es ist deutlich besser, als ich in der Demo, die mir erst mal so einen Dämpfer gegeben hatte, erwartet habe. Und somit ist das ganz cool. Okay. Das Auto hier rutscht deutlich mehr als mein anderes gerade eben. Es hat nicht so viel Grip irgendwie. Aber ich glaube, es ist auch deutlich schneller. Bin mir nicht sicher. Aber normalerweise bappen diese Ferraris ja immer sehr am Boden. Boah, ist voll knapp. Muss aufpassen, ja. Bam. Zu bremsen. Egal, auf jeden Fall, jeden von euch, der Autorennspiele mag, dem kann ich Forza Horizon 2 nur empfehlen. Es ist ein bisschen teuer im Moment, aber ich schätze, es wird im Preis auch noch fallen. Also zumindest, okay, ich bin mir gar nicht mal so sicher, weil bei Forza Horizon 1, ich will immer Horizon sagen. Ich verknüpfe den Namen gerne irgendwie geistig. Ich weiß auch nicht, ist ganz unbewusst. Naja, in Forza Horizon 1 war es nämlich so, dass ich vergessen habe, was ich eigentlich sagen wollte. Ist natürlich gay. Ich bin hier gerade ein bisschen konzentriert, weil ich sollte ja natürlich nicht irgendwo gegenfahren, weil da schön Auto kaputt ist. Tja, das ist natürlich sehr unpraktisch. Ja. Ja, sehr cool ist eben, dass hier endlich auch den Wetterwechsel, wie ich vorhin schon angesprochen habe, eingeführt haben. Das war eigentlich etwas, was beim Einser sowas von gefehlt hat. Komme ich da durch? Verdammt, angeeckt. Oh shit, ich sollte schalten. Und wie gesagt, in der Demo war es noch ein bisschen enttäuschend. Jetzt hier im endgültigen Spiel war es aber ziemlich cool, finde ich zumindest. Also die Straßen fühlen sich jetzt wirklich wie auch in manch anderem Rennspiel. Es gibt ja mehrere Spiele, wo es nasse Straßen gibt, ne? Schon deutlich vorher. Und da fühlen sie sich jetzt auch, also ich kann ja persönlich nicht sagen, wie sie sich im echten Leben anfühlt, weil ich ja keinen Führerschein habe. Aber ich meine, dass sie sich realistisch anfühlen. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung und ich kann natürlich dazu an sich nicht so viel sagen, weil ich noch nie ein Auto auf nasser Straße gefahren habe. Tja. Fuck. Okay. Knapp, knapp. So, mal sehen. Diesmal, glaube ich, schaffen wir es. Oder ich. Weil ihr seid ja nicht hier. Ihr schaut nur zu, ihr. Ja. Geschafft. Lala. Credits. Credits. So, ich werde mich dann eh wieder im Design-Editor verausgaben bei diesem Spiel, schätze ich. Bis jetzt habe ich noch nicht viel gemacht. Ich habe versucht, einen Dino zu bauen. Mit dem bin ich auch noch nicht fertig und hatte bis jetzt noch keine Lust, den weiterzumachen. Und bei meinem anderen Ferrari, den ich eine Liste da bekommen habe, bei diesem, na, wie nennt sich dieses, wenn man das rumdümpelt und fährt und shit, oh, vielleicht sollte ich mal das Radio ausmachen, nicht, dass mir YouTube hier alles sperrt. Aber so viel, wie ich labe, übertöne ich das eh. Egal, ich habe vergessen, wie sich das nennt. Schaurennen nennen sie es immer, Schaurennen, ja, wo man irgendwas Extravagantes abziehen muss, wie, zum Beispiel, machen wir das Radio mal aus, wie, ja, danke sehr, wie, dass man eben im, irgendwie gegen einen Zug antritt oder schneller ist als, ja, keine Ahnung, wie nennt sich der Scheiß, was gegen was musste man hier machen? Ich glaube, man musste schneller sein als, so ein Kunstshow-Flugdingens, ja. Wie gesagt. Also sonst habe ich bis jetzt irgendwie nicht viel gemacht, auch im Design-Editor, wenn man das sieht, habe ich ein bisschen kurz irgendwie angefangen, da seitlich da so Shit dran zu machen, aber es sieht bis jetzt noch nicht sonderlich toll aus, finde ich zuerst. Ich weiß nicht, ich bin damit noch nicht ganz zufrieden. Aber ich hatte so eine Idee, irgendwie dachte, es sah cool aus und shit. Im Endeffekt war es dann doch nicht so cool, wie ich es mir vorgestellt habe, glaube ich. Ich weiß nicht. Ihr könnt ja sagen, ob es cool ist.
Also natürlich ist das Auto hier noch nicht fertig, weil auf der Front Ding hier ist noch nichts und hinten ist auch noch nichts und bla, ist bis jetzt noch seitlich was drauf. Aber manchmal lackiere ich die gern an. Wobei es natürlich auch oftmals schön ist, irgendwie die so mit reinen Farben zu haben. Aber ja, das habe ich bis jetzt in Sino gemacht. Aber ich habe eh noch nicht so viel gespielt. Und draußen fliegt gerade ein Flugzeug vorbei. Ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr. Oh, was hat der denn hier? Das ist ja mal interessant. Ist ja mal lustig. Was ist, wenn ich jetzt hier einen Die Strecke Durchstrecken erscheint auf deinem GPS, aber vergiss nicht, nach Abkürzungen zu suchen. Scheiß auf Abkürzungen, ich bin ordentlich. Egal, das wird eh einfach. Das weiß natürlich Upsa nicht so schlau, weil der hat ein Auto der Klasse D und ich habe ein Auto der Klasse S1. Dreimal darf verraten, wer gewinnen wird. Also ich muss mich schon selten dämlich anstellen, damit ich dieses Rennen nicht gewinne. Oder vorne ist irgend so ein Rabattschild, das man auch wieder umfahren kann. Es gibt ja auch mal so mehrere Collectibles und hin und wieder auch noch so Blitzer, jetzt bin ich dran vorbeigefahren, scheiße. Und immer wieder auch so Blitzer, wo man dann eben schauen muss, dass man schneller ist als seine Kumpels, die da durchgefahren sind und bla. Und die tollen Rivalenrennen gibt es natürlich auch noch. Also dass wenn jemand, dass du so gesagt immer gegen den Geist von einem Kumpel antrittst, nachdem du ein Rennen gespielt hast, dann wird dir gesagt, jo, der und der war so und so viel schneller. Willst du so und so viel Credits kassieren, damit du gegen den Antreten da, wenn du gegen den Antreten gewinnst und shit und bla. Und ja. So, gewonnen. Welche Überraschung? Nicht. Ja. Ein paar Xbox One Features haben sie auch noch reingebracht, so Kinect-mäßig, kann ich auch gleich mal drücken, muss auf Fortsetzen drücken, bla bla bla, interessiert mich nicht. Ja, Ziellinie, was weiß ich. Wie zum Beispiel, also mit Gestensteuerung weiß ich noch nicht, ob da irgendwas drin ist, habe ich noch nicht ausprobiert. Funktioniert bei mir momentan eh nicht, weil die Kinect bei mir am Schreibtisch steht und das so ein bisschen unoptimal ist für die. Aber Sprachsteuerung gibt es nämlich den tollen Sprachassistenten hier. Den werde ich mal demonstrieren. Anna. Autotour fortsetzen. Fancy. Und ja, dann kann man mit der so ein bisschen labern und die sagt dann, wo man hinfahren muss. Und da vorne ist wieder ein Rabattschild, wie ich sehe. Das werde ich mir aber diesmal klauen. Diesmal fahre ich nicht dran vorbei. Wo ist das? Wo ist das hier? Ist es doch irgendwo. Da, ich sehe es. Nein, da war es doch gerade. Bin ich blöd? Warte. Ich drücke mal Back. Dabei muss ich gar nicht Back drücken. Das ist gar nicht Ding ändern. Hier ist es. Oh, vierter Gang soll ich vielleicht nicht anfahren. Ist nicht so schlau. Schwing. Nice. Okay. So, wie gesagt, ich wollte auch mal schauen, welche Schwierigkeit ich spiele. Einstellungen. Schwierigkeit. Bam, da sieht, wie pro ich bin. Plus 85 Credits. Driver ist ja gefahren und ich werde angeschrieben. Und Lenkungssimulation und Traktionskontrolle, sieht an, ich bin richtig pro und shit. Ja. Aber von der Bremshilfe kann ich noch nicht. Also Bremshilfe im Sinne von Bremshilfslinie. Also dass mir angezeigt wird, yo, drück mal aufs Gas, aufs Bremspedal, sonst küsst du die Wand. Darauf kann ich noch nicht ganz verzichten, weil ich es recht schwer finde, mit dem reinen Auge zu beurteilen, wie scharf die Kurve ist und wie arg ich da bremsen sollte. Ja. Hier gibt es auch wieder so eine Fahrspalliste, das lassen wir jetzt mal. Wir machen jetzt mal. Da war so ein Blitzer gerade, den hat man vielleicht blitzen gehört und oder gesehen. So, schwing. Oh, fuck! Egal, niemand braucht Blumenkästen. Habe ich gehört. Ich muss sagen, auch so nachts irgendwie wirkt das Spiel sehr cool, wenn man dann da so durch die Städte fährt. Ich meine, das ist hier. Gut, Städte, so groß sind es auch nicht, aber so Dörfchen hier. Wobei es natürlich im echten Leben schon eher Städte sind als Dörfchen. Zum Teil zumindest. Kreisverkehr, die erste Ausfahrt nehmen. Kreisverkehr, bla. Erste Ausfahrt wird schon ein Kreisverkehr gewesen sein, was weiß ich. So, was weiß ich. Ich fahre hier noch ein bisschen auf und ab in der Stadt, damit man vielleicht noch so sehen kann, wie es so aussieht hier alles. Wo bin ich denn hier? Da. Hier wird es so ein bisschen schöner. Ja, ich habe mein Ziel erreicht, danke. Einige Wheelspins. Okay. So, mal sehen. Schwing! Hier noch rum. Da kann man so auf und abdümpeln. Das ist hier so Meer und Shit und oh mein Gott. Ja, Meer, bla und Shit. Also langfahren, Yachten. Ja, schön, gell? Doch, ja, schon. Ja, auf jeden Fall ist das ja ganz cool. Online habe ich es noch nicht ausprobiert. Wie es auch von der Connection ist, kann ich noch nicht sagen. Kreisverkehr. Okay. Und egal, wir fahren jetzt nochmal kurz ein Rennen. Ups, oh, verdammt, ich sollte vielleicht schalten. Dann, ja, dann könnt ihr den Rest sehen. Schwing! Rennen.
Veranstaltung. Veranstaltungsaufstellung meine ich natürlich. Okay. Bei welcher Veranstaltung war ich nicht erster Platz? Verdammte Scheiße. Jo. So, mal sehen, wann das hier alles losgeht. Irgendwann mal, ne? Nizza Massena. Veranstaltung 124 Straßenaufstellung. Ich finde das also zumindest bei mir, vielleicht ist auch meine Bildschirmeinstellung ein bisschen fail. Mich nervt's, dass das immer dieser Okay, weiße das Text. ist ein Straßenrennen. Du fährst auf offener Straße zusammen mit dem anderen Verkehr. Also pass auf, was vor dir ist. Okay. Also, dass sie immer diese weiße Schrift haben auf diesem im Tageslicht und man erkennt halt einen fetten Scheißdreck. Also hier, das Achtung, finde ich, ist uns fertiges auch. Also das geht noch. Aber vorhin gerade eben so, wo das Rennen war und so, das war, fand ich recht schwer zu lesen. So. Ich habe natürlich wieder die Rückspul-Ding auch ausgestellt. Das war vielleicht gar nicht mal so schlau, weil jetzt muss ich immer neu starten, wenn ich einen Fehler baue. Und ich glaube, fürs Video war das gar nicht mal so schlau, weil das zieht sich jetzt höchstwahrscheinlich ewig. Egal, ich werde schneiden, wenn. Dieser miese. Was fällt denen ein? Nur weil er einen R8 hat. Oh, er hat einen R8. Wer ist mir jetzt schon wieder reingefahren? Passt doch mal auf, Jungs. Bis jetzt habe ich auch noch nicht viel gesehen vom Straßenverkehr. Oh, ich sollte schalten. Okay, ich sehe was vom Straßenverkehr. Ups. Und da ist noch mehr Straßenverkehr. Oh mein Gott. Oh shit, war ich das? Tut mir leid. Ja, jetzt. Oh, diese NPCs, die fahren so unfähig. Zum Teil zumindest. Also dafür, dass sie sehr erfahren sind. Es regt mich auf. Weil sehr erfahren. Also ich weiß nicht. Die NPCs sind auf gerader Strecke, sind sie halt einfach unglaublich viel. Sch so ungefähr gleich schnell wie ich, wenn nicht sogar schneller zum Teil, ja. Und überholen mich dann immer, oder ich kann sie auf jeden Fall nicht überholen auf gerader Strecke, wenn es einfach nur geradeaus geht. Es geht immer sehr schwer, ja. Aber in den Kurven oder so, die man einfach viel deutlich schlauer nehmen könnte als diese NPCs, da sind sie dann immer da und blockieren einen, weil sie dann hier so Ewigkeiten abbremsen und shit und einfach nur aufregen. Aber hey, die fahren alle so aus, wieso machen die das? Keine Ahnung. Da schau, wieso. Okay, vielleicht war es gar nicht mal so schlau. Wäre gar nicht mal so dumm, wenn ich. Schwing! So, wie viel da bin ich jetzt? Vierter. Okay. Die zwei kriegen wir schon auch noch. Aber irgendwo fehlt einer. Der ist wieder ganz vorne abgesetzt, oder wie? Den hole ich doch nie wieder ein. Vor allem, weil da vorne schon das Ziel ist, oder? Oder? Das könnte ich sogar schaffen. Außer der Aston Martin hier bewegt jetzt seinen Allerwertesten nicht beiseite. Oh doch. Komm schon, komm schon, komm schon. Den kriege ich noch. Den kriege ich noch. Bitte. Warum? Seht es euch an, er ist viel schneller als ich. Windschatten fahren, komm schon. Oh mein Gott, bremse, bremse! Nicht so stark bremsen. Wieso bremsen die so stark gleich? Also ich meine, so stark hätten sie jetzt auch nicht bremsen müssen. Ich meine, klar muss man bremsen, aber nicht gleich so hart. So, das muss ich mal schauen. Vielleicht schaffe ich es noch hier irgendwie so dran vorbeizukommen. Ah, verdammte dreckige Mist. Ich will aber Erster sein. Das ist natürlich jetzt gay. Wisst ihr was? Ihr müsst jetzt noch einmal Okay, durchhalten. das Ich war werde. gut. Dafür erhältst du ein paar wertvolle Punkte. Okay, voll gut. Ich werde jetzt einfach nochmal neu starten. Ich werde das Erster. Ich will immer der Erste sein. Yes! Zeit in Duellrennen. Was sind Duellrennen? Keine Ahnung. Ich schon endlich Gesamteinnahmen und shit. Was ich auch noch nicht verstanden habe, also es gibt jetzt hier, was sie auch endlich gemacht haben, sind Tuning-Einstellungen. Die ist ja beim normalen Forza immer schon klar. Oh shit, da kommt gar nicht das los und fertig und shit, zumindest habe ich es nicht gerafft. Oder kam das? Ich weiß es nicht. Im Video werde ich sehen. Vielleicht habe ich es auch nur geistig schon wieder verdrängt. In dieser kurzen Zeit. Auf jeden Fall haben sie jetzt hier auch endlich Tuning-Einstellungen. Und zwar sehr, sehr tiefgreifende Tuning-Einstellungen, die man von Forza schon gewohnt ist. Die mich komplett überfordern. Ich versuche das gar nicht erst, weil ich das Fachwissen nicht habe, um zu wissen, wie ich jetzt meine Übersetzung stellen muss, damit ich besonders gut bla. Also das Einzige, immer wenn ich irgendwas mich an Tuning-Einstellungen ranwage, ist das Auto nach unfahrbar, deswegen habe ich das sein gelassen. Was sie aber nicht implementiert haben, was mir seit Forza 3 fehlt, oder ich weiß nicht, ob es im Vierer drin war, weil das Vierer hatte ich nicht, aber ich hatte nur Forza 3 und da war es drin, das war der Marktplatz oder die Auktionshalle, haben sie es, glaube ich, genannt. Passend zu Autos, habe ich schlecht geschalten, hier hätte ich weiter runterschalten sollen, hätte ich mehr, was heißt Torque im Deutschen? Ich weiß es nicht. Mehr Schub, keine Ahnung. Kraft gehabt. Auf jeden Fall fand ich die Markthalle insofern toll, weil dort eben die, die es konnten, die Designs machen konnten, die Autos tunen konnten, konnten dort immer ihre Designs und ihre Tuning-Einstellungen und alles verkaufen. Und haben dafür dann halt Ingame-Caches bekommen. Weil man selbst sich die natürlich dann, wenn man gut getunt ist. Danke sehr.
wenn man ein gut getuntes Auto haben wollte, dann musste man natürlich sich sowas kaufen oder man konnte es selbst. Aber wenn man es nicht konnte, dann musste man sich sowas... Ach, scheiße. Wieso hat er da gerade so hart gebremst? Was soll denn die Scheiße? Egal. Musste man sich das eben meist kaufen. Und, wow. Und das ist natürlich sehr teuer dann zum Teil gewesen, weil jemand, der es gut konnte, hat dann dementsprechend viel Geld dafür verlangt. Ich werde das ja einfach mal so durchcruisen, weil sonst werde ich nie Erster. So wie die fahren und mich da und ausbremsen. Alles. Ischma, dieser miese, dieser dreiste, dieser... Da, wieso ziehen die gleich so ab? Ist mein Auto so schlecht oder was? Was hier auf jeden Fall bemerkenswert ist, oder was mir noch nicht was mir aufgefallen ist, ist, dass man hier viel früher gute Autos eben hat. Im ersten Forza Horizon, shit. Verkackt, ich hätte ihn noch überholen können. Und dann fahre ich gegen den Baum. Weißt du was? Nochmal. Obwohl, ich glaube, es ist langweilig, ich da nicht rumfahre, gell? Scheiße, ich glaube, ich lasse es. Ja, ich kann da später nochmal hinfahren. Anzahl der Gespräche mit Anna. Scheiß auf Anna. Rennen verlassen, ja. Ich zeige euch noch ein bisschen was anderes. Ich fahre jetzt auf Random. Ich habe die Welt ja selbst noch nicht ganz erkundet, muss ich sagen. Ich bin nur dort jetzt im Anfangsgebiet umhergefahren gewesen. Ischma, du mieser Beastet, kommst du jetzt her? Ja, sag, egal. Ich muss jetzt diesen Ischma hier einfangen. Weg. Das hat jetzt Priorität. So, wenn ich schon nicht im Rennen gegen dich gewinne, dann mache ich jetzt ein Rivalenrennen. Das hier sind übrigens die tollen Driver-Tare, deswegen heißen die auch so ähnlich. Ja, ich fahre gerade scheiße, tut mir leid. Deswegen, normalerweise achte ich darauf, dass ich da nicht irgendwo gegenfahre, aber ich muss jetzt diesen Ischma hier einholen. So, okay. Oh, den 177, mein Lieblingsauto, mit unter anderem. 100 Metern nach rechts abbiegen. Ja. Also wie gesagt, in Forza Horizon 1 hat man sich erst zu hoch gekämpft, hat man am Anfang diese übelsten Gammelautos gehabt und dann erst so nach und nach sich eben hochgearbeitet und schnellere Autos bekommen, weil hier geht es so ganz durchmischt. Am Anfang schon hat man... Wieso gibt's keine Blinker in solchen Spielen? Warum nicht? Wieso denkt niemand dran? Auch in Scheiß geht... Oh doch, in GTA blinken sie, glaube ich sogar, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber in Forza blinken sie einfach nie. Oder habe ich es jetzt nicht gesehen? Ich habe nicht blinken gesehen. Scheiße da. Jetzt weiß man, wozu Blinker gut sind. Da vorne ist er schon. Der wird jetzt natürlich deutlich schneller sein als ich. Egal, ich fahre hier einfach so crank durch. Und werde einfach hoffen, dass er sich mehr an die Verkehrsregeln hält als ich. Und ich ihn somit dann überholen kann. So, ich muss aber gleichzeitig auch noch auf die Map achten. Nicht, dass ich hier komplett verkacke. Nein, ich hab verkackt. In 400 Metern nach rechts. Nein, aber weil er muss auch nochmal abbiegen. Muss er abbiegen, er wird trotzdem schneller sein. Dann fahre ich halt noch ein Rennen gegen ihn. Dieser miese... Oh Gott, komm doch schon. Komm schon, gib Gas, gib... Okay, heute ist nicht alle Tage. Ich gewinne, keine Frage. So ähnlich ging das doch, habe ich gehört, oder? Nein? Was weiß ich. So, nochmal. Eine weitere Revanche. Ja. 894. Wie viel Leistung habe ich? Ich habe 854. Er hat auch ein besseres Auto als ich. Da, seht ihr? Alles, das liegt an seinem Auto. Ja. Doch, bin ich mir schon ziemlich sicher. Du mieser, elendiger. Die Änderung ist auf jeden Fall sehr erfrischend, dass man auch jetzt früher mal schnellere Autos hat, weil sonst war das halt, die Anfangsrennen waren einfach nur langweilig und scheiße und bla. Und dadurch, dass es jetzt hier so ein bisschen durchmischt, das ist echt ganz cool. Aber wie gesagt, so eine Markthalle fehlt mir so ein bisschen. Also zumindest heißt sie so noch nicht so ganz entdeckt. Vielleicht gibt es sowas auch und ich habe es noch nicht gerafft. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz cool. Ja, so alles. Und das sind ja eben, habe ich glaube ich vorhin versucht zu erklären, wurde, habe ich dann wieder selbst unterbrochen. Das hier sind sogenannte Driver-Tare, für alle, die es nicht wissen. Aber ich glaube, so oft, wie sie diesen Marketingnamen schon erwähnt haben. Driver-Tare. Wird das mittlerweile tatsächlich jeder mitbekommen haben. Driver-Tare sind durch die Power of the Cloud, ja, analysiert das Spiel, das Fahrverhalten anderer Spieler. Was zur Hölle, warum bremst der da? Anderer Spieler, ich sollte vielleicht mal ein bisschen besser fahren hier, glaube ich, gell? Ist nicht so schön. Analysiert das Fahrverhalten anderer Spieler und lädt es dann in die Cloud hoch und überträgt es dann auf random NPCs. Und diese random NPCs kriegen dann eben auch die Namen der Spieler, wie zum Beispiel jetzt der Ischma.
Oder hätte man springen können? Das wäre, glaube ich, cool gewesen, oder? Was ist das hier überhaupt? Ich war hier noch nie. Alles Neuland. Und deswegen ist das ja alles sehr cool und shit. Yes. Nice. Erster, das siehst du doch. Bin halt einfach der Boss oder so, keine Ahnung. Bam. Saubere Serie. Ich bin sauber gefahren. Die wollen mir ehrlich verklickern. Ich will. Ach egal. Lassen wir das mal. Tja, und so funktioniert das alles. Da hinten ist noch eine Fahrsparliste, die Fahrspaß, keine Ahnung. Liste, bla. Da oben steht die. Aber die werde ich jetzt nicht machen. Ich werde es ja nochmal kurz in der restlichen Welt so ein bisschen auf- und abdümpeln, noch irgendwas erzählen, weil mir sicherlich noch einiges einfällt. Oh, sieht auch cool aus. Da war ich später vorbei. Peach! So. Können wir hier noch ein paar Straßen entdecken? Schwing, Straße entdeckt. Da ist auch noch eine. Ja, und ansonsten ist das Spiel eigentlich sehr großräumig und alles. Man kann ja auch, wie gesagt, man ist nicht gezwungen, hier Rennen zu machen, wenn man will. Also in gewisser Weise schon gezwungen, Rennen zu machen, weil du irgendwann bessere Autos willst. Und die bekommt man nur durch bessere Rennen, also durch Rennen machen, die besseren Autos. Aber ansonsten kann man hier echt einfach so vor sich her dümpeln, auch in der Welt. Und dadurch, dass die Grafik echt nicht schlecht ist, wirkt das Spiel zum Teil auch recht realistisch. Und sich dann noch so ein bisschen in dieser Autowelt verlieren, für jeden, der Spaß dran hat. Also so Leute wie ich. Und ja, wie gesagt, macht das ja viel Spaß, deswegen tue ich das ja auch so oft, weil ich mal dort lang, da war ich noch nicht. Ist natürlich Nacht, da sieht man nicht so viel, aber es hat auch eine schöne Beleuchtung, muss ich sagen, also mir gefällt es zumindest. Und sonst ja, grafikmäßig, ich weiß nicht, also ich finde es sieht ganz gut aus. Ich weiß jetzt nicht, ob es die grafisch, also ich war jetzt nicht komplett überrascht, aber vielleicht bin ich auch hier einfach ein bisschen zu, ja, stell ich meine hier für ein bisschen zu hohe Ansprüche, ich weiß es auch nicht. Nur vielleicht sind meine, keine Ahnung, ich finde jetzt generell die Next-Gen-Grafik alles, sieht ganz nice aus, aber so die schnellen Mega-Grafik-Entwicklungen, wie man sie damals hatte, also wo es so von Jahr auf Jahr wirklich richtig krass viel besser wurde, gibt es jetzt hier nicht. Einzig allein, gut, Destiny hatte mich schon in ein paar Dingen, das war aber jetzt übrigens so eine Geschwindigkeitszone. Destiny hat schon zum Teil Grafik gehabt, wo ich mir schon, also bei, vor allem beim Endlevel, das sah schon mega geil aus, wo ich mir auch gedacht habe, so beleuchtungstechnisch und alles, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ansonsten finde ich Grafik ja eh nicht so wichtig, also ich finde Grafik allerhöchstens in dem Sinne wichtig, dass sie stimmig ist und man davon keinen Augenkrebs bekommt. Und das ist bei den meisten Spielen ja eh gegeben und jetzt habe ich hier ein bisschen, das war nicht so schön genommen, hätte ich mehr bremsen müssen, war eigentlich absehbar. Und mir reicht also das hier vollkommen aus, somit, ja, keine Ahnung. Hier so tolle Brücken und shit, nice. Okay. Wow, das blendet ja end. So, hier, wenn die so einem entgegenfahren. Das fand ich bei Forza 5 ist das auch sehr schlimm, muss ich ja auch mal schauen, wie das ist. Shit. Weil da, zum Teil gibt's so manch eine Strecke, wo man, oh mein Gott, da gibt's, shit! Okay. Ich schätze, warum nicht? Fahr ich dir mal hinterher, wenn du da weißt, was angeht. Wer ist denn das? Forza Beasts 458, oder? Steht da, ich weiß nicht, was die ganzen Ziffern. Was eben auch so sein soll, durch diese Drive-Avatare, die sollen eben auch so rumfahren, wie die Spieler in ihrem Spiel. Also nicht gerade, aber sonst normalerweise rumfahren, deswegen sollen wir die eben auch so ein bisschen verfolgen können, um dann eben so neue Dinge zu entdecken, wie, was weiß ich, irgendwelche Collectibles, irgendwelche, im Englischen heißen sie Bahnfinds, hier heißen sie, glaube ich, so Hüttenfunde oder so ähnlich, keine Ahnung. Das sind ja irgendwie so Autos, die gab es auch im ersten, aber die liegen dann einfach so rum, so verwahrlost, die muss man reparieren lassen, dann kann man auch eine Challenge dazu abschließen und so, und dann hat man das Ding. Kann sich toll fühlen, wenn man irgend so ein Oldie hat oder so, was weiß ich. So funktioniert das, glaube ich, soweit ich weiß, so hat es im ersten funktioniert und ich glaube, so wird es ja auch noch funktionieren, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher somit. Ja. Deswegen ganz cool, man kann ja eben jetzt überall rumdümpeln. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass man halt, oh mein Gott, dadurch bei manchen Strecken sehr stark abkürzen kann, was nicht ganz so cool ist, meines Erachtens, weil man da halt dann nicht so gut fahren können muss. Geht's hier hin? Ah, geschickt, der fährt erstmal gegen den Baum, was man halt so tut. Ja. Also es ist noch recht buggy, das Spiel, das stürzt mir auch des Öfteren mal ab. ist auch schon passiert.
Aber ich schätze, das wird irgendwann noch gefixt werden. Also ich weiß nicht, ob er das hier macht, weil er es im echten Spiel auch gemacht hat, oder also als er sich bei sich gespielt hat und der Driver tat das jetzt hier einfach nur kopiert, oder weil die KI gerade einfach mächtig abspackt, das kann natürlich auch sein. Ich tippe auf Letzteres, um ehrlich zu sein. Also dass die KI einfach abspackt, weil also es ist ja nicht so, dass sie komplett genauso fahren, sondern sie fahren nur ähnlich, wie der Spieler fährt, ja, weil eine KI ist schon noch dahinter. Oh, cool. Hier ist, glaube ich, schon so ein Bahnfeind, oder? Nein? Nicht? Was bist du denn hier? Nichts? Okay. Oh, fuck, bin ich jetzt reingefahren? Ja, ich bekomme ja immer noch so Fertigkeitenpunkte. Egal, ich bin eigentlich normalerweise, zumindest mit den schnellen Autos, lieber auf der Straße, weil sie auch für die Straße gedacht sind. Vielleicht, wenn ich mir demnächst irgendwann mal so ein Jeep oder so hole, im Autosalon, werde ich damit vielleicht ein bisschen Offroad rumcruisen, weil das macht dann sicherlich auch mehr Spaß. Der ist dann dafür eben auch gemacht. Aber mit so einem Ferrari jetzt da Offroad rumzufahren, ist jetzt nicht so meins. Um ehrlich zu sein. Oh, hier ist ein Kreisverkehr. Darf ich mal? Pardon, danke sehr. Ja, genau. Hier sieht man auch immer, bis jetzt glaube ich, in meiner Freundesliste haben es noch nicht so viel das Spiel, nur System I Reaper. Und ja, mit dem muss ich es ja noch spielen. Das ist ja auch erst seit kurzem erst draußen. Und ursprünglich fällt mir gerade auf, habe ich ja irgendwann mal über den Preis diskutiert gehabt, gell? Irgendwas habe ich da gelabert gehabt. Und zwar, dass ich mir, also ich habe nicht Forza. Oh Gott! Blinker! Blinker wären so toll! Forza Horizon 1 habe ich nämlich für ungefähr 30 Euro bekommen und es ist danach dann aber wieder angestiegen auf 50 Euro. Ja, und das hier kostet ja momentan 70, glaube ich, also 69,99, zumindest in Deutschland. Und also es kann gut sein, dass es das eben auch jetzt dann irgendwann mal im Preis fällt, aber momentan sah es eben noch nicht ganz danach aus. Ja. Ja, genau. Aber wie gesagt, mir macht das hier sehr viel Spaß herumzudümpeln und ich finde auch die Landschaft ist einfach toll und hier sind lauter Straßen, die ich alle noch nicht kenne. Das ist einfach super. Und online kann man das eben auch machen. Ich muss mal schauen. Ich weiß nicht, ob diesmal, also im ersten war es noch nicht so. Da war online noch kein Verkehr. Aber hier, with the power of the cloud, könnte es tatsächlich so sein, dass es online jetzt auch Verkehr gibt. Hey, den Herrn da vorne kennen wir doch. Was macht der denn hier auf einmal wieder? Jo, Junge. Jo, 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 jo. Was fährt der da und Offroad rum? Du hast einen scheiß R8. Bist kein Allrad, doch, der R8 hat glaube ich sogar Allrad, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber du bist kein Geländewagen, möchte ich damit sagen. Oh mein Gott. War da gerade ein Schild? Kann das sein? Was war da hinten? Tatsache, ich wusste es doch. So, als wenn wir so einen coolen J-Turn machen. Oder auch nicht, weil ich scheite. Und auch noch am Schild vorbeigefahren bin. Ja, es war keine so gute Idee mit dem J-Turn. Lassen wir es mal über. Schwing! Ja, es ist Stufenaufstieg. Genau, das kann ich auch noch machen. Kann man hier so cool Wheel Spins nennen sie es, machen das so Lotterieschüssel, die es auch offline gibt. Früher gab es den immer nur online. Wenn man online Rennen gefahren ist, gab es so lotteriemäßig und jetzt kann man hier so offline lotteriemäßig machen. Immer wenn man ein neues Level aufsteigt, dann kann man hier mehr Caches oder Autos verdienen und mal sehen, ich bekomme gigantische 6000 Credits. Ja, ist groß und ganzen relativ unnötig, ich weiß nicht, warum sie es getan haben. Wieso kann man das Ding hier nicht fahren? Das wäre doch lustig. Mann. Aber hey, was soll man tun, schätze ich. Und ja. Ansonsten ja, recht schön eigentlich so von der Grasübung. Mir gefällt's. Genau. Wenn euch dieses Spiel hier vom Ansehen gefällt, dann könntet ihr euch natürlich gerne holen. Ich kann meine Empfehlung nur aussprechen. Bis jetzt hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Gut, ich habe es jetzt auch noch nicht mega lang gespielt. Aber der erste Eindruck auf jeden Fall hat überzeugt, zumindest mich. Und falls euch dieses Video auch überzeugt hat, könnt ihr, glaube ich, eh noch die Demo laden, die gibt es auch noch. Und dort mal reinschauen. Aber ich weiß nicht, ob. Also ich finde, dass es sich besser spielt als in der Demo, aber ich weiß noch nicht, ob die Demo auch noch die gleiche Demo ist, die ich gespielt habe. Vielleicht haben die mittlerweile auch mal geupdatet. Und in der Demo ist halt wirklich nur ein sehr kleiner Ausschnitt der Open World zugänglich. Also, das ist schon relativ viel weniger, als es sonst so gibt. Ja. Genau. Es bleibt, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich wieder daneben gefahren bin, irgendwie Kontrolle verloren habe. Und es sieht doch schön aus. Ich werde das noch, glaube ich, ein bisschen weiterspielen oder so. Dann spiele ich Age of Empires 2 HD, das konntet ihr euch holen, euch auch holen, das ist ein super Spiel. Auch wenn etwas überteuert, aber hey.
Ups, war ich das? Hatte ich vergeucht. Bin da gar nicht gegen gefahren. Habt ihr es gesehen? Niemand hat es gesehen. Niemand hat es gesehen. Ja. Okay, Chantress sagt der Quert. Oder wollte ich noch irgendwas zeigen? Ich glaube nicht. Nee, Chantress sagt der Quert.